Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda mit unserem schicken neuen Nomad. Und jetzt fahren wir mal dorthin, um den ersten Mörder festzumachen. Denn das müssen wir auch noch machen. Hände bewaffnet. Der Nomad hat keine Bewaffnung. Da kommen sie! Na komm, wir scannen. Wow, was für eine effektive Pistole. Oh, Überreste. Bin nicht mal mit. Hüllenfasern. Hey, das wollte ich scannen. Blöde Kuh. Was wollte ich doch scannen? Mann. Dann fahren wir jetzt mal in Richtung Mörder. Oh, was ist das denn? Da blinkt irgendwas. Vergessen Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft brauchen, können die Booster Sie beschleunigen und aus der Gefahrenzone bringen. Was ist das hier? Ah, ein Erinnerungsauslöser. Noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Oh. Interessant. Guckt euch mal die Aussicht hier an. Da ist noch eine Station. Und da unten ist noch was. Boah, es gibt so viel zu entdecken. Was ist das hier eigentlich? Ein Kommunikationsbarke? Ich will, glaube ich, nicht riskieren, da runterzufallen. Na, es ist wie in Mass Effect 1. Bium, kaputt. Ich hab's. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Ja, aber... Boah. Boah, wie geil. Wie geil ist das denn? Anlage 2, Beständigkeit, neuer Ort entdeckt. Anlage 2. Sichere Keine Bedingungen. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Ach, Sam. Die Erhaltungssysteme sind bei 100%. Das ist schön, Sam. So. Was haben wir hier für Anlage 2? Anlage 2. Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Cat sie zerstört haben. Um die Cat kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. Ah, interessant. Ein verbesserter Maiko offensichtlich. Was kann ich? Ich kann die Anlage 2 verbessern? Was? Beständigkeit der Kunden. Bei der zweiten Versuch, Eos zu besiegen, wurde aber durch einen Cat-Angriff zerstört. Eine Suche nach Hinweisen, worauf sie... Warte mal, ich bin in der Nähe des Mörders. Oh, zwei Quests in der Nähe. Das ist ja super. Was haben wir hier? Alien-Bauwerk wahrscheinlich. Wie groß ist dieser Planet eigentlich? Ich habe Angst, ihn zu erkunden. So. Aufklärungs... Ach, Schnellreise. Ja, stimmt, da war was. Ja, wenn das erstes in der Nähe liegt, dann machen wir das doch mal. Und schnell rein da. Ach, das ist direkt da unten. Okay. Miau. Miau. Geiler Nomad. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Ein Scan? Eine Leiche? Wo?
Ach da. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Waren das die Cat? Sowas haben wir bisher noch nie gesehen. Die Nexus hat kein Team entsandt, um die Leichen zu bergen. Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder. Aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Lexi. Die Überbrückung funktioniert, aber... Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Und warum? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass etwas rauskommt. Oh. Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Dann will ich jetzt mal wissen, was da drin ist. Dann machen wir mal die Tür auf. Scannen wir alles, was geht. Da war eine Konsole. Benutzen. Sekundärterminals. Hier haben wir keinen Zugriff. Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Dann scannen wir mal. Was haben wir hier? Hier ist es viel zu ruhig. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Sie haben während eines Cat-Angriffs evakuiert. Die meisten haben es nicht geschafft. Okay. Pathfinder, zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Lauf. Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, nicht so schnell. Negativ, Harper. Wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähert sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. Was ist das für ein Ding? Beeilung, dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Cat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. Oh. Wow. Achso, es ist jemand von uns. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Wow. Ja, das kann ich wohl alles ist. Voll aus da. Wow. Wow. Oha, Hilfe. Was zum... Hä? Oh. Hier ist erledigt. Wir haben es geschafft. Vergessen Sie da nicht etwas? Die Cat zum Beispiel? Wow. Ziel neutralisiert. Wo sind sie denn? Da. Wow. Meine Güte. Neutralisiert.
Waren das alle? Nein. Hier sind noch welche. Kein Wunder, dass Anlage 2 gescheitert ist. Egal, wie beständig sie sein sollte. Mal gucken, was es hier so gibt. Meine Güte. Was auch? Da ist was. So. Wir haben es geschafft. Mein Gott, wir sind gut. Wir sind ja richtig, richtig gut. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Das ist keine schöne Vorstellung. Er hat bis zuletzt gekämpft. So treten Turianer ab. Na super. Fantastisch. Ich bin regelrecht begeistert davon. Okay, gehen wir mal wieder rein. Moment. Überreste. Ich kann keine Überreste einsammeln. Die außen liegen. Gehen wir mal hier schnell hin. Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Da wären dann schon vier. Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Ja. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut, aber es fehlen Teile. Das muss das Projekt sein, das Sie in Anlage 1 geborgen haben. Ich hatte schon gehört, dass der Angriff auf Beständigkeit schlimm war, aber das hier... Oh, verdammt. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren auf einen Überfall nicht vorbereitet. Überreste einsammeln. So, wo sind noch restliche Posten? Dort und dort. Okay. Dann machen wir jetzt mal direkt auf den Weg dorthin und machen unterwegs noch eine andere Quest. Alles auf einmal. Wo ist der Nomad? Da ist das gute Stück. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Das ist schön, Sam. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranz. Oh, ich fahre jetzt mal alles zu Klump. Oh, nee. Nein. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Okay, der Normal kann nicht ins Wasser fahren. Halten Sie die Augen nach allem offen, was groß und hungrig aussieht. Beständigkeit ist mehr als nur ein Name. Es ist Ihre unsere Pflicht. Denken Sie, wir werden diesen Ort je wieder nutzen? Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Was haben wir hier Schönes? Ein belastender Posten. Der scheint aber nicht sehr relevant zu sein. Okay, doch hier. Nehme ich mal mit. Einsteigen. Ich glaube, das war's. Was denn? Achso, wir haben ein Tier getötet unterwegs.
komm schon. Ich komme nicht mehr da hoch. Das ist ätzend, der Nomad. Das wurde doch nicht für alle ausgerüstet. So, jetzt aber. Also geht doch. Oh, mit dem Fett ist sich viel angenehmer als mit dem Mako. Was ist das? Wir sind nicht die Einzigen, die sich für diese Technologie interessieren. So. Wie alt ist es denn noch bis zum Mörder? Nicht mehr weit. So. Da liegt die Leiche bestimmt. Hier ist Chief Reynolds gestorben. Die Sandstürme haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Karkins! Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Eine Beinschiene. Laut Scan befinden sich Gewebe und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Karkin-Futter. Der Kreislauf des Lebens kann grausam sein. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Dann suchen und scannen wir weiter. Ja, machen wir das mal. Die Cat. Ich mag keine Felsen, die den Nomad unter sich begraben können. Selbst wenn sie noch so interessant sind. Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. So. Da ist noch ein... Da ist was. Pathfinder. Der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Bestätige Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nirken vor dem Chief, als er abdrückte. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das Universalwerkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Empfange weitere Panzerungsbruchstücke. Ich glaube, es handelt sich um eine Spur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Möglicherweise befindet sich dort das Nest. Kann ich da reinfahren? Es ist wirklich ein Karkin-Nest. Ausschwärmen! Wir kommen durch! Yeah, ich zerstöre alles. Metra, was ist los? Sie seufzen die ganze Zeit. Wirklich? Tut mir leid. Sid hat angerufen und gefragt, ob ich ihr einen Timer, Medigel und 15 Paar Socken besorge. Das kann nichts Gutes bedeuten. Das kann nichts... Hallo? Du bist ihre Schwester, das kannst du ruhig machen. Ja, da sind die Sachen. Bestätige Ausrüstung der Initiative, einschließlich Universalwerkzeug von Security Chief Hiram Reynolds. Wenn Sie es einschalten, kann ich die Daten übernehmen. Datenzugriff. Der Chief hat zum Zeitpunkt seines Todes einen Scan durchgeführt. Der Scanner hat zwei Schüsse registriert. Der erste wurde von einem Standardgewehr der Initiative abgefeuert und verfehlte. Der zweite kam von hinten. Eine Impulswaffe der Cat. Das beweist, dass Nilken unschuldig ist. Er hat Reynolds nicht erschossen. Das ist eine Erleichterung. Gute Arbeit. Pathfinder, es gibt noch eine Audioaufzeichnung. Dann spiel sie ab. Mann! Wo ist Nilken? Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Ist das Nilken? Das klingt wie... Bestätige. Stimme als Verdächtiger Nilken identifiziert. Er hat den Chief nicht getötet. Aber er wollte ihn töten. Ich muss nochmal mit dem Mann reden. Na super. Ich glaube, hier in dem Felsbogen erfahren wir nichts mehr.
Entscheidung, steigen wir mal ein. Haben diese Quest beendet. Ja, ich müsste eigentlich, aber... Ich möchte gerne jetzt die Hauptmission machen. Was haben wir hier alles? Geheimprojekt. Ah ja, die Komponenten finden. Rückwärtsgang einlegen. Ja. Alle waren so aufgeregt, als die ersten Kolonisten hier runtergeschickt wurden. Nach all der Scheiße, die die Nexus durchmachen musste, hatten wir endlich etwas, woran wir glauben konnten. Bis dann die ersten Berichte eintrafen. Dieses Mal wird es anders. Ja, ich bin mehr als bereit, wieder daran zu glauben. Was haben wir denn hier? Was hat das denn in einem CAD-Lager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die CAD Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir eben noch mehr finden. Hier liegt Stätte voraus, Pathfinder. Sie könnte über Verteidigungsmaßnahmen verfügen. Da liegt es. Dort vorne ist ein abgestürztes Shuttle. Es ist eines von unseren. Ich würde sie überall wiedererkennen. Das sollten wir uns mal ansehen. Wenn auch nur, um sicherzustellen, dass die CAD es nicht kriegen. Gute Idee. Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. So, haben wir schon mal das erste Teil gefunden. Und das zweite ist direkt in der Nähe einer Basis. Perfekt. Ich fahr mal hier hin. Für Schnellreisen. Na komm, das schaffst du. Das schafft es nicht. Was für eine schwache Leistung für einen Nomad. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Gut gemacht. Erinnern Sie sich noch, wie wir damals in der Milchstraße die ersten Daten über EOS erhalten haben? Sie meinen, als sämtliche Orte als H, gefolgt von einem Haufen Zahlen, bezeichnet wurden? Ihr Vater hatte diese Daten in seinem Büro aufgehängt. Er kannte sie in- und auswendig. Ich habe mich damals immer gefragt, wie diese Welten wohl wirklich aussehen würden. Jetzt weiß ich es. Hier gibt es irgendwas reicher mit Mineralien. Moment. Hä? Ich konnte gerade die Bergbaudrohne starten. Das sieht nach einer Art CAD-Einrichtung aus. Wir haben gesehen, wie sie diese Tech auf Habitat 7 erforscht haben. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn wir einen Blick darauf werfen wollen, müssen wir durch. Macht ja gar nichts, die Bergbaudrohne. Doch, jetzt macht sie was. Ich speichere mal zur Sicherheit. Ne, kann ich nicht. Ich muss einen Schritt zurückfahren. Ne, ich kann nicht speichern. Dann kann ich auch genauso gut reinfahren. Achtung, Cat!
Nehmen wir mit. Und weiter geht's. Feindliche Shuttle im Anflug. Ja, warum geht das doch immer so stark? Ist noch einer. Nehme ich mal mit. Behälter öffnen. Die machen das schon. Oh. Schon sagen. Wo sind die denn? So. Warum ruckelt das Spiel immer so? Spiel ich zu viel oder was ist los? Ah ne, da ist jemand. Da. Waren diese Cat hinter uns her? Ich glaube nicht. Die suchen bestimmt jemand anderen. Deaktiviere ich jetzt das Energiefeld? Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Da komme ich nicht hin. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. So einfach. So einfach geht das. Ah. Ich kann jetzt abschalten. Endlich. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Also ich möchte mich vor kurz entschuldigen, warum es auf einmal so krass ruckelt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber eigentlich müsste der PC es schaffen, wirklich. Weil ich ja ihn kurz vor kurzem aufgewertet habe mit neuer Grafik, also neuem Arbeitsspeicher. Also, beeindruckender Auftritt. Das war ziemlich cool. Oh, klar war es das. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Oh, bitte, Drax, Schluss damit. Vetra. Was machen Sie denn hier? Ich gehöre zum Pathfinder. Diesem Pathfinder. Vetras Freunde sind auch meine Freunde. Oh. Mein Name ist Scott Ryder. Drag, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Kogana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Wir behaupten uns. Wir erkunden. Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cats sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht.
Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was Sie können. Schön ist es nicht. Drac, wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. So verlockend das ist, Vetra. Ich bin ein bisschen zu alt, um mich im Kampf um Menschen zu kümmern. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Deck zu interessieren. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Freundlicher Zeitgenosse. Wahrscheinlich der Kubran aus unserem Trailer. Gut, dann würde ich sagen, ich mache dann das hier Schluss. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.